Hi und herzlich willkommen zur ProVita Lebensfreude Lounge mit den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Dieser Podcast ist von und mit uns Irmgard Anna Bronder und Madeleine Viola Milena Ries. Wir wollen dich dazu inspirieren, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen. Wir möchten für dich die Einladung sein, dich wieder lebendig zu fühlen und deine eigene wahre Größe zu erkennen. Unsere Absicht liegt darin, unsere eigene Wahrheit auszusprechen und zu teilen und dich dazu zu ermutigen, dasselbe mit deiner Wahrheit zu tun. Fühl dich frei, dich selbst zu finden und den schönsten Moment der Welt zu erleben. Das jetzt. Welcome, welcome zu einer neuen Folge. Und wir haben uns mal vorgenommen, immer nur eine halbe Stunde zu reden. Ich habe jetzt schon wieder tausend Themen, über die wir reden könnten, aber ich werde jetzt eins rauspicken. Das ist mir letztes Wochenende gekommen, finde ich sehr spannend. Und zwar war ich bei mehreren Leuten zu Besuch, wo mir etwas Bestimmtes aufgefallen ist. Und wir reden heute mal über Konditionierungen, was das ist, wie die entstehen und was das bedeutet im Leben halt. Und zwar, um die Geschichte zu erzählen, wir waren am Wochenende zu Besuch bei meinem Schwiegervater und dort kommen wir rein, wir sagen Hallo, ne, und ich habe dann halt gefragt, sollen wir die Schuhe ausziehen? Und die sagen so, nee, nee, lass ruhig an. Dann bin ich die ganze Zeit, wo wir da waren, wir waren dort zum Frühstück, bin ich die ganze Zeit, wo wir dann zwischen Küche, Wohnzimmer hin und her sind, dann kurz noch in den Keller gegangen und so. Was wir halt so gemacht haben, hatte ich diese Schuhe an. Und ich bin auf wie sagt man, auf leisen Sohlen, also ich bin da wirklich so wie durchgeschlichen, weil ich mich richtig unwohl gefühlt habe, Schuhe zu tragen. Und bei uns zu Hause früher war das ja, du ziehst die Schuhe aus. Ne? Du bist dann mit Socken oder barfuß auch unterwegs, aber Schuhe, die ziehst du im Flur aus und dann in der Wohnung halt keine Schuhe an. Ich kam mir so komisch vor, ich bin so vorsichtig gegangen. Und dann war ich noch am Wochenende bei jemand anderem zu Besuch, gleiches Thema, da hatte ich aber die Schuhe schon aus. Und da ist mir das nochmal aufgefallen, so, ne? Also mit Socken unterwegs, barfuß, alles easy, alles ganz entspannt, aber mit Schuhen habe ich mich unfassbar unwohl gefühlt. Habe das einfach nur so beobachtet. Dann ist mir eine Situation eingefallen, an die ich da immer denken muss, wo ich als Kind, da war ich bei einer Freundin zu Besuch und draußen hat es fürchterlich geregnet. Aber wir waren draußen, wir haben draußen natürlich gespielt, hatten unsere Gummistiefel an, alles toll, ne, sind dann in den Pfützen rumgesprungen. Ja, und als wir zurückgekommen sind, ich war noch, boah, wie alt wird es gewesen sein, da war ich noch in der Grundschule, 7, 8 maximal, würde ich sagen, war ich vielleicht sogar noch jünger. Auf jeden Fall sind wir dann nach dem Spielen die Haustür reingekommen, total happy, ne, aus dem Regen, total ausgepowert, kommen da rein, gehen durch den Flur ins Wohnzimmer. Und auf einmal steht der Opa von meiner Freundin auf, der war gerade auch zu Besuch, und sagt, was, du hast die Schuhe noch an, guck mal, was du hier machst. Ne? Und dann habe ich halt zurückgeblickt und habe gesehen, dass ich eine schöne Schlammspur mitgenommen habe, weil ich meine Stiefel angelassen habe. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei denen ist, ob die Schuhe auch drin anlassen oder angelassen haben früher. Auf jeden Fall natürlich so verschlammte Gummistiefel hätte ich nicht. Da geht keiner irgendwo in eine Wohnung rein. Und ich glaube nicht, dass er so böse irgendwie zu mir war, aber er war halt irgendwie strenger und ich habe das halt noch sehr in Erinnerung behalten. Und seitdem, wenn ich mit Schuhen irgendwo reingehe, gucke ich immer, sind da irgendwelche Spuren? Ah nee, okay. Oder wenn ich dann frage, soll ich Schuhe anlassen, ausziehen? Nee, lass an. Ich fühle mich einfach nur unwohl, mit meinen Straßenschuhen in der Wohnung rumzulaufen. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr spannendes, ganz, ganz einfaches Beispiel vor allem dafür, wie wir konditioniert sind. Wie gewisse Dinge passieren, wir lernen etwas als Kinder und tragen das unser ganzes Leben mit uns. Und das kann sich ja in
vielerlei Hinsicht auch auf das Erwachsenenleben auswirken. Na? Vielleicht willst du da noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja, definitiv. Also ich verbinde Schuhe in der Wohnung nicht zu tragen, einfach mit so was Heimeligen. Nicht unbedingt jetzt mit schmutzigen Schuhen, sondern einfach mit was Heimeligen, weil ich einfach es liebe, so den direkten Kontakt mit Mutter Erde zu haben, barfuß zu sein. Gut, wo wir ja früher gelebt haben, da waren zwar Steinfliesen im Winter. Ohne dicke Socken ging es da auch nicht. Also da waren die Füße dann wirklich zu kalt. Aber auch mit Socken dann. Es ist einfach es ist wie so ein Barfußgefühl einfach. Das verbinde ich damit. Und das ist ja auch eine Art von Konditionierung, ganz klar. Deshalb fühle ich mich, wenn ich dann irgendwo bin, so eingeladen bin, in einer heimeligen Atmosphäre, sage ich jetzt mal. Auch nicht unbedingt so wohl, wenn ich dann Schuhe anhabe. Das ist dann irgendwie nicht so das Gleiche. Also es kommt natürlich auf die Situation an, auf das Fest oder auf die Einladung überhaupt. Aber wenn ich jetzt mal von sowas ganz privat, familiär, heimeligen ausgehe, fühle ich mich auch immer wohler, wenn ich die Schuhe aus habe. Was mir als Konditionierung jetzt so in den Sinn gekommen ist, das ist noch gar nicht so lange her, wo ich auch eine Idee hatte, wo ich so mit dem Universum gespielt hatte, Universum, was uns spielen, was bestellt hatte. Das wurde dann auch nach ein paar Stunden geliefert, also mental jetzt geliefert, kam in mein Leben. Und dann habe ich gedacht, oh, der Tag hat ja noch ein paar Stunden. Wenn es jetzt schon da ist, dann hätte ich doch gern noch ein bisschen mehr davon. Und da kam sofort eine Instanz in mir, die gedacht hat, hey, jetzt ist doch mal genug. Jetzt willst du nicht schon mehr, jetzt schon zu viel haben. Du hast doch das jetzt schon gekriegt, was du bekommen hast, und jetzt noch mehr. Das sind so Konditionierungen. Da habe ich gerade auch eben mit einer Klientin drüber gesprochen, wo Konditionierungen da sind, wo wir uns selbst die Geschichte erzählen, jetzt ist doch mal genug, noch mehr darf es jetzt nicht sein, es reicht jetzt mal, weil wir einfach in der Kinderstube, warum auch immer, und das ist keine Elternschelte, das will ich immer wieder betonen oder vom Umfeld her, nur zum Bewusstmachen zuhauf gehört haben, es reicht jetzt mal. Es gibt jetzt nicht noch das Bällchen Eis, es gibt jetzt nicht noch dies und jenes. Und was auf der anderen Seite damit natürlich auch nicht gefördert wurde, war unsere eigene Intuition, die in jedem von uns da ist. Ich glaube, kein Kind würde von sich aus hingehen und ein Kilo Eis verspeisen. Das sind alles nur, weil wir sagen, ein Bällchen und dann ist genug. So zieht sich das einfach durch, wo Konditionierungen da sind. Ich glaube, jeder von uns, also auch jedes Kind, hat so eine natürliche Intuition, der zu folgen, auf was es Lust hat, was es essen möchte und was nicht. Und das gilt es zu erkennen, ganz klar. Das sind Dinge, die ganz tief in uns eingepflanzt wurden. Und je bewusster ich mich darin übe, tagsüber zu sein, meine Gedanken wahrzunehmen, was es in mir denkt und mal zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich wahr oder welches Gefühl wird da ausgelöst? Ist das überhaupt mein Gefühl oder ist das jetzt ein Gefühl, wie du es gerade gesagt hast, aus Kindertagen, wo mal mich jemand da zurechtgestutzt hat, was auch immer. Und das darf ich loslassen, weil das war ja gestern, das war vorgestern, das war vor vielen Jahren. Mit anderen Worten, je unachtsamer wir da sind, umso mehr leben wir natürlich in der Vergangenheit zum Bewusstmachen. Und je mehr ich mir das bewusst mache und mich darin übe, tagsüber, zu beobachten, was denkt es alles in mir, was sind da für Gefühle da, wo gibt es da Verknüpfungen und da einen Cut machen, weil das ist ja das, was ich als Erwachsene jetzt kann und zwar bewusst kann. Ich kann ja bewusst die Entscheidung treffen, reite ich jetzt noch weiter dieses Pferd, dieses Schaukelpferd von anno dazu mal oder steige ich da jetzt ab? Genau, und so bedienen wir ja auch immer wieder die Konditionierungen. Indem wir einfach, wenn wir das Ganze nicht hinterfragen und nicht in die Selbstreflexion gehen, bedienen wir diese Konditionierungen immer wieder. Und jetzt ist es natürlich
in meinem Leben nicht so dramatisch, wenn ich mich ein bisschen unwohl fühle beim Schuhe tragen in der Wohnung von jemandem. Das ist jetzt, ja, mein Gott, das ist dann halt so, damit kann ich mich ja zurechtfinden. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass so unser Leben gestaltet wird durch diese Konditionierungen. Und da würde ich noch ein Beispiel erzählen. Ich glaube, das hatten wir im Podcast noch nicht erwähnt. Von vor 4 Jahren, ziemlich genau vor 4 Jahren, waren wir zusammen zum ersten Mal auf Zypern. Wir waren in der Stadt unterwegs, in Larnaka, und haben dort, ja, keine Ahnung, wir waren schon essen, wir waren frühstücken, es gab schon Kaffee und keine Ahnung, wir waren halt schon die ganze Zeit unterwegs. Und ich weiß noch, damals habe ich dann so dich gefragt, so, ja, ist hier nicht auch Starbucks? Weil ich habe das schon gesehen und habe dann so nach, ist hier nicht auch Starbucks? Und Mama hat dann halt so gesagt, ja, ich glaube schon, ich glaube da vorne, ne? Also ich hatte es natürlich schon klar im Blick, war nur mein Zeichen, hey, ich will zu Starbucks gehen. Und habe es aber mich nicht getraut, wirklich auszusprechen. Also ich hab mich einfach nicht getraut zu sagen, ich würde gern noch diesen einen Kaffee da haben, weil es gibt da so einen, den ich echt gern mag. Und wir sind dann einfach so weitergegangen, waren dann gerade auf der Höhe von Starbucks, und dann hast du mich halt gefragt, ja, willst du noch was? Oder warum hast du gefragt? Ne? Und ich habe dann so ein bisschen rumgedruckt, so, ja, komm, ich würde eigentlich schon gern so einen Kaffee noch haben. Ne? Ist das denn okay? Ja, natürlich ist das okay. Ne? Sind wir dann zu Starbucks, haben uns in die Schlange eingereiht. Und dann haben wir ein bisschen angefangen zu reden darüber. Weil das war uns dann erst so richtig bewusst geworden. Weil ich habe mich in dem Moment nicht wirklich getraut zu fragen, ob ich da noch einen Kaffee haben kann. Weil wir in der Vergangenheit, als wir noch eine andere finanzielle Situation als Familie erlebt haben, da war ich klein oder jung, war ich noch jünger, und da haben diese ganzen Prägungen angefangen. Als Kind saugst du alles auf wie ein Schwamm. Und dann gab es halt nicht noch das Eis oder noch das Spielzeug oder noch irgendwas, ne? Klar, manchmal, man muss ja auch dem Kind nicht immer alles kaufen, egal wie viel Geld man hat, ne? Aber in dem Fall war es halt auch oft so, das war halt dann das Ergebnis unseres Gesprächs, dass du mir dann erzählt hast, dass du teilweise es nicht erlaubt hast aus finanziellen Gründen. Dass du uns das gerne gekauft hättest, also wenn ich von uns spreche, mit meinem Bruder, lass mich mal von mir sprechen hier, dass du es mir gerne gekauft hättest, noch das Eis zum Nachtisch oder das Spielzeug oder, ne, die richtigen Lego-Steine und nicht, na, was auch immer, was wir halt wollten, dass du uns das gerne gekauft hättest, aber dich nicht in der Lage dazu gefühlt. So, und weil ich das als Kind nicht verstanden habe, dass es hier ums Geld ging, habe ich mir natürlich meine Erklärung gesucht. Das macht jeder Mensch, das macht jedes Kind, jeder erwachsene Mensch. Wir suchen uns die Erklärungen einfach selbst. Meine Erklärung damals war, ich habe es nicht verdient. Ich habe schon so viel bekommen, und wie oft haben wir den Satz gehört, die Kinder in Afrika haben gar nichts. Ne? Also solche Sätze. Und dann habe ich gemerkt, ah ja, okay, ich habe das jetzt einfach nicht verdient, weil ich habe schon viel bekommen, dafür darf ich dankbar sein. Mehr hast du nicht verdient. Du bist es nicht mehr wert. Mehr wert. Ne? Das hat sich dann durchs Leben gezogen, und so kommt es dann zu Situationen, wo ich dann merke, ich hätte jetzt echt noch gern so einen Kaffee von Starbucks, aber ich habe schon viel bekommen heute. Das heißt, das habe ich wohl nicht mehr jetzt verdient. Jetzt ist auch irgendwann mal wieder voll, ne? So. Und so, das war natürlich kein bewusster Gedankengang von mir, dass ich gedacht habe, oh, ich habe schon Frühstück bekommen, da war dieses Avocado-Sandwich, und dann, da gab es ja auch noch einen O-Saft dazu, okay, und dann habe ich mir sogar noch ein Wasser dazu bestellt danach. Okay, vielleicht doch lieber keinen Kaffee noch. Das wäre jetzt zu viel, ne? Also das sind dann so die Gedanken, die unterbewusst irgendwo ablaufen, wo man sich dann selbst quasi zurückhält. Und dann Ja. erzähle ich mir selbst, ich wäre es nicht wert. So entsteht dann auch ein Selbstwertgefühl, das eben auf gewisse Weise ausschaut,
Und das ist das, was mit Konditionierungen passiert, dass wir das irgendwann mal als Kind lernen, was uns dann aber im späteren Leben halt tatsächlich, sag jetzt mal, bewusst beeinträchtigt. Weil dass ich mit Schuhen irgendwie nicht in der Wohnung rumlaufe, halte ich noch nicht mal für eine schlimme Konditionierung. Ich glaube, dann trägt man halt auch weniger, wirklich weniger den Sand in die Wohnung, so wie es uns ja auch beigebracht wurde. Aber dass ich am Ende als ja, dann schon Anfang 20-Jährige da stehe und überlege, ob ich etwas wert bin. Das ist ja dann doch eine andere Frage. Ja, ich weiß, kann mich so gut noch daran erinnern. Ich weiß, dass ich ein bisschen erschrocken und erschüttert war, was das wirklich mit so einem Kind macht. Und ich habe ja wirklich aus der Perspektive raus dann oft gedacht, nee, vor allem meist war der dann zu zweit. Wenn ich dann gerechnet habe, noch zwei Bällchen Eis, dann sind das 4 Euro, da kann ich nachher noch das Brot von kaufen und solche Dinge. Es gibt ja auch noch diese klassische Kaiserschmarrn-Story, wo dein Bruder unbedingt einen Kaiserschmarrn haben wollte. Da ging es ja nicht um 2 Euro, da ging es ja noch ein bisschen mehr. Wo ich nicht aus diesen Gründen heraus, weil ich gedacht habe, oh, das sprengt jetzt noch ein bisschen mehr die Urlaubskasse, wenn wir dann nachher essen gehen. Der Kaiserschmarrn hier, der kostet 16 Euro, da kriegen wir ja schon mal ein Essen schon mal dafür, weil ich einfach gedacht habe, meine Mangelgedanken, meine Mangelprägungen im Hinblick aufs Geld, die will ich nicht auf euch übertragen. Deshalb habe ich das nicht so ehrlich kommuniziert und habe halt einfach dann gesagt, nee, gibt's jetzt nicht, ne? Ist genug jetzt. Deshalb hat mich das ein bisschen erschüttert, was das dann doch mit dem Kind in dem Falle macht. Und wenn ich das erkenne, ich kann das ja als Erwachsene dann ändern. Und es zieht sich ja auch weiter durch im Erwachsenendasein, dass wir uns dann ja auch selbst die Geschichte erzählen, ich habe jetzt nicht noch was anderes verdient. Ich habe mir jetzt schon die Hose gekauft, noch eine Bluse dazu. Nee, das ist jetzt viel. Oder dass ich mir die Geschichte erzähle, mich überhaupt mit weniger zufrieden zu geben. Dass ich irgendwo etwas sehe, wo ich sage, wow, ist das toll. Aber im gleichen Moment mir die Geschichte dann eine halbe Sekunde später erzähle, ah nee, brauche ich doch eigentlich nicht. Reicht doch. Ich habe doch irgendwie was in der Richtung. Also wir geben uns mit weniger zufrieden. Und wo auch eine tiefe Konditionierung ist, ich glaube, das ist kaum jemandem bewusst. Ich würde mal behaupten, fast jeder, der uns heute hier lauscht, was ich jetzt noch mit euch hier teile, hat noch niemand von euch in der Richtung gehört. Wenn wir mal in die Filmindustrie gehen, ohne jetzt Filmtitel zu nennen, weil ich die auch jetzt gar nicht parat hätte, aber wir alle wissen doch, in der Filmindustrie, die Gutmenschen, das sind doch immer die Armen. Oder zu nahezu 100% sind das die Armen. Die Räuber, die Gauner, die Galunken, die Mafiosi und wer auch immer, das sind die Reichen. Also die Reichen sind die schlechten Menschen und die Gutmenschen, das sind die Armen. Jetzt behaupte ich einfach mal, jeder von uns hat so eine natürliche Intention in sich, ein guter Mensch zu sein. Es will ja niemand von uns bewusst ein Räuber, ein Galunke oder was auch immer sein. Und durch dieses Schauen von diesen Filmen, wobei ich die Filme jetzt nicht in Frage stellen will, sondern nur die Konditionierung dahinter, habe ich unbewusst abgespeichert, ich will ja ein Gutmensch sein, also muss ich auch arm sein, also muss ich mich auch mit weniger zufrieden geben. Also da sieht man mal, wie das alles miteinander verwoben ist, wo wir von der Ratio her gerne mehr vom Leben wollen. Aber so tiefe Konditionierungen in unserem Selbstbewusstsein abgespeichert sind, die es verhindern, warum wir dann nicht weiterkommen. Also so achtsam dürfen wir mal mit uns selbst, das ist ja so meine Einladung für euch hier, mit uns selbst den Tag gestalten und beobachten, was es alles in einem denkt, wo man merkt, aha, ist ja interessant, dass ich das jetzt so und so fühle, ist ja interessant, dass ich das jetzt so und so denke. Und allein das Erkennen ist ja dann schon der Weg, wenn ich mich bewusst dann für was Neues entscheide.
in die andere Richtung zu gehen. Das ist aber auch ein wichtiger Aspekt, sich bewusst dafür zu entscheiden. Ja. Ich würde an der Stelle auch noch eine Sache dazu sagen, weil ich jetzt schon die Fragen gespürt habe, ja, wie mache ich das dann zum Beispiel mit meinem Kind? Ne, wie soll ich denn damit umgehen? Oder, ne? Also auf der einen Seite kurze Erinnerung, dass nichts daran falsch ist, falls dir das als Zuschauer oder Zuhörer jetzt irgendwie aufgefallen ist. Oh, das habe ich aber auch gemacht mit meinen Kindern zum Beispiel, ne? Oder was auch immer. Da ist nichts falsch dran, weil jetzt aus meiner Perspektive, jetzt 4 Jahre später oder überhaupt zu dem Zeitpunkt schon, konnte ich schon sagen, ah krass, okay, das habe ich jetzt über mich erkannt und ich kann das jetzt für mich switchen und selber die Verantwortung dafür übernehmen, wie ich mein Leben jetzt neu gestalte, jetzt als erwachsener Mensch. Ne? Also da ist überhaupt nichts falsch dran und das hält mich jetzt, diese Konditionierung hält mich jetzt nicht davon ab, meinen eigenen Selbstwert wieder zu erkennen. Oder vielleicht ist es sogar unterstützend dafür, dass ich meinen Selbstwert wirklich nochmal richtig finde. Ne? Und anderen Seite da nochmal Botschaft, wie wichtig Kommunikation, Ehrlichkeit und Offenheit ist. Weil ich ja als Kind, wie gesagt, keine Erklärung dafür hatte. Vielleicht habe ich auch gefragt, warum ich das jetzt nicht kriege. Das weiß ich jetzt nicht mehr, kann ich mich nicht erinnern. Aber habe dann wohl keine Begründung so richtig bekommen oder habe gemerkt, das ist nicht die wahre Begründung, was mir da jetzt gerade aufgetischt wird. Und Kinder merken das ja. Und habe dann halt einfach eine Begründung für mich gesucht, die für mich am logischsten war. Und das war zu dem Zeitpunkt, ich bin es halt einfach nicht wert. So, wenn ich jetzt aber weiß, okay, es geht jetzt ums Geld oder was auch immer, ne, oder keine Ahnung, wenn man jetzt ganz, ganz offenherzig darüber spricht, glaube ich, ich habe ja selber noch Kinder, aber das ist so mein Fazit auch daraus, dass ich einfach ganz offen und ehrlich darüber spreche und das Kind mitnehme auf diese Reise. Ohne jetzt zu denken, oh, dann gebe ich dem ja irgendwie negative Glaubenssätze zum Geld mit, kommt ja noch mal drauf an, wie ich dann über das Geld spreche. Aber wenn ich das Kind jetzt einfach mitnehme und sage, hey, du hast es zum Beispiel auf jeden Fall verdient, du darfst dir noch ein Eis wünschen, nur gerade kann ich mir das finanziell nicht vorstellen und so. Und keine Ahnung, einfach in Kommunikation mit dem Kind gehen, ohne Geld zu verteufeln, ohne zu sagen, ah, das blöde Geld oder die wirtschaftliche Lage, sondern ganz in deiner Eigenverantwortung zu stehen und das ganz offen und ehrlich mit dem Kind zu teilen. Ich glaube, dann legen wir wirklich die allerbeste Grundlage für die Kinder, für die kommende Generation, für die Zukunft. Für der Absolut. und für die Zukunft unserer Familie. Ja, absolut. Ich habe mich gerade so ein bisschen zurückversetzt, wie das heute wäre, wenn ihr heute, keine Ahnung, noch klein wärt, in der jetzigen finanziellen Situation, ich meine, Eis oder sowas, das wär dann eh kein Thema, würde ich allenfalls fragen, fragt dein Körper, will der jetzt wirklich noch ein Bällchen Eis haben? Wenn ein Ja kommt, würde ich es kaufen, und wenn Nein kommt, dann nicht, ne? Also so in der Richtung. Was ich aber, glaube ich, auch damals auch schon zum Teil gerade mit Süßigkeiten gemacht habe, dass ich euch schon mal gesagt habe, fühl mal in deinen Körper hinein. Will er jetzt noch Schokolade? Ja, nein. Und um da ein bisschen das Körperbewusstsein nochmal zu schulen, anzuregen, wie auch immer man das nennen möchte. Wenn jetzt größere, also was man jetzt vom Preis her als größer bezeichnet, größere Wünsche da wären, dann würde ich eher in der Richtung kommunizieren, dass ich sagen will, du, der aktuelle Kontostand gibt es aus meiner jetzigen interessanten Ansicht gerade nicht her. Ich habe da so ein bisschen, also ich würde es ein bisschen kindlich formulieren, wird da sicherlich andere Worte finden, aber wird das schon so kommunizieren, ich bin dabei, mehr Geld zu empfangen, aber ich erlaube es mir bis eben noch nicht. Und ich weiß genau, was da als Kind dann als Antwort käme. Warum erlaubst du dir das? Du musst doch einfach empfangen, ne? Also mit so einer spielerischen Variante wäre das sicherlich eine Kommunikation. Mit anderen Worten, die Kinder, die haben ja keine Verknüpfungen damit. Und wenn du Kinder hast oder vielleicht Enkelkinder, achte mal in der Richtung, was die dir den ganzen Tag erzählen oder gerade im gewissen Alter, so zwischen 3 und 4.
Wie sehr löchern die uns mit Warum-Fragen? Warum ist das so? Warum geht das nicht? Warum kann ich jetzt den Teddy nicht haben? Warum kann ich dies nicht haben? Warum das nicht? Für Kinder ist ja alles möglich. Und wenn ich da in der Richtung kindgerecht mit dem Kind kommuniziere, da kann ich natürlich auch für mich noch mal viel Rückenstärkung als Erwachsene nehmen. Mit der Leichtigkeit, wenn das Kind dann sagt, ja, brauchst du einfach zu so bestellen. Ja, stimmt, ich brauche das Geld im Grunde genommen einfach nur zu bestellen. Oder Kinder würden sagen, geh mal an den Geldautomaten und dann ziehst du dir Geld, da kommt doch das Geld raus. Ne? Also so auf diese Art und Weise würde ich das euch heute weitergeben. Dass ich selbst dabei bin, kindgerecht, das ist gerade so mein aktuelles Geldlevel und ich habe gerade das Gefühl, wenn ich das jetzt kaufe, dann ist nicht mehr. Deshalb lass mal gucken, dass wir mal Geld bestellen, noch ein bisschen mehr. Und dann, ne, wird es bald auch der Tag da sein, wo wir es dann eben kaufen. Also so würde ich heute viel mehr agieren. Damals habe ich immer gedacht, ich muss das verschweigen, weil ich es euch ja nicht mitgeben wollte. Auf der einen Seite war natürlich eine Instanz da, wo ich gemerkt habe, ihr nehmt das schon sehr auf. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch kein anderes Handling dafür. Ich wusste es nicht anders, ne? Genau, das vielleicht so als Inspiration, wenn du gerade da stehst, wo du denkst, wie kommuniziere ich das denn? Ja, Genau. genau. Da vielleicht dann noch so als abschließendes Wort zu dem Thema, dass wir jetzt auch nicht auf die Suche gehen müssen nach irgendwelchen Konditionierungen und irgendwie graben müssen oder so in der Vergangenheit oder so. Das wird dir auffallen. Das Einzige, was es braucht, ist Bewusstsein. Und das gilt ja für alles. Das heißt, du gehst erstmal bewusst durch deinen Alltag und wenn du bewusst bist, das sagt es ja, dann merkst du ja, was du so den ganzen Tag machst. Vielleicht hörst du selber auch mal dann Dinge sagen, die du irgendwie immer sagst, aber jetzt fällt dir auf, oh mein Gott, das hat die Oma immer gesagt. Das empfinde ich eigentlich gar nicht so. Ne? So fängt es, solche Dinge sind es auch. Oder, keine Ahnung, wir machen Dinge, und wenn wir mal eigentlich wirklich drüber nachdenken würden, würden wir merken, das kommt eigentlich gar nicht von mir, sondern das mache ich einfach nur nach. Und das ist ja an sich auch nichts Schlimmes, ne? So haben wir ja gelernt und es ist ja auch gut, wie wir gelernt haben, ne? Dass wenn wir jetzt nicht vom Geländer vom dritten Stock runterspringen und so, ne? Das ist ja also gut, dass wir das nicht nachgemacht haben oder vorgemacht bekommen haben. Und wir müssen nicht auf die Suche gehen. Es geht einfach nur darum, dass wir bewusst durch den Alltag gehen und dann fallen uns diese Dinge auf. Und spätestens jetzt, wo du diese Folge hier gehört hast, wirst du durch deinen Alltag gehen und dir werden automatisch Dinge auffallen, wo du merkst, Genau. das mache ich irgendwie immer so, aber eigentlich aus Gewohnheit, weil ich es jemand anderem nachgemacht habe. Was und dann ganz wichtig, geht nicht um Verurteilen oder so, sondern ich frage mich dann einfach nur, okay, was will ich denn wirklich? Wie würde ich es denn wirklich machen wollen, wenn ich in meiner Größe bin, einen echten Ja. Wert kenne? Also hinterfragen, darum geht's auch. Habe ich handfeste Beweise, dass das so sein muss? Das ist so eine Frage, die mir auch da immer hilft. Und ich habe jetzt sogar noch ein ganz tolles Beispiel abschließend, was überhaupt nichts mit Geldenergie zu tun hat, sondern mit Konditionierungen, die wir einfach übernehmen. Da gibt es so eine Geschichte von der Familie. Zu besonderen Tagen gab es da immer so einen besonders großen Braten an diesem Tag. Und die Frau hat den immer gemacht und hat vorne ein Stück abgeschnitten und hinten ein Stück. Und irgendwann hat der Mann halt mal gefragt, sag mal, warum schneidest du an dem Braten immer vorne und hinten ein Stück ab? Sie gesagt, weiß ich nicht, hat meine Mutter immer schon gemacht. Und dann haben sie die Mutter dann halt gefragt, warum ist das so? Sagt sie, weiß ich nicht, habe ich meine Mutter immer schon gefragt. Und die Urgroßmutter, die hat noch gelebt und dann haben sie die dann tatsächlich gefragt, warum schneidet man von dem Stück Braten eigentlich vorne und hinten immer ein Stück ab? Wir haben das von dir übernommen. Und da sagt die ganz einfach, der Braten, der war früher immer so groß, der hat nicht in die Pfanne gepasst. Also habe ich vorne ein Stück abgeschnitten und hinten ein Stück. Ich glaube, das bringt alles auf den Punkt, wie wir Dinge übernehmen und sie nie hinterfragen. Und das zieht sich dann durchs Leben und macht sich aber auf viele Bereiche bemerkbar, wo wir uns nicht erlauben, dass das Allerbeste gerade gut genug für uns ist. Also ich liebe diese Stories. Ich liebe sowas. Das macht mich
Ich habe da eine Faszination für, wenn wir so erkennen, also Selbsterkenntnis, wenn wir erkennen, was wir so machen, wenn wir das mal hinterfragen und selbst reflektieren, woher das kommt. Ich würde an der Stelle vielleicht sogar sagen, schreib doch mal unten drunter, hier unter die Folge, ob dir vielleicht direkt was kommt, wenn du so drüber nachdenkst oder im Nachhinein. Schreib es uns gerne in die Kommentare. Also ich würde mich mega freuen, diese Geschichte zu hören. So, also in diesem Sinne, danke für dein Dabeisein. Bis dann. Ciao, ciao. Von tiefstem Herzen ein Dank an dich für dein aufmerksames Zuhören, für deine Offenheit und dein Sein. In den Shownotes findest du mehr von uns und wie du in unser ProVita-Universum einsteigen kannst. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was durch unsere Worte in dir in Bewegung gekommen ist. Und unsere Empfehlung ist, lass das Gehörte gerne nachwirken. Spür rein, was dir gut tut und genieße deine ganz persönliche Lebensreise. Von Herzen verbunden, deine Irmgard Anna und Madeleine Viola Milina.